Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und jetzt müssen wir beide uns ein bisschen zusammenreißen, denn unser musikalischer Gast hat unsere, ich würde sagen, Jugend auf jeden Fall geprägt mit einem Song, den alle, die unser Alter haben Absolut. Oder ein bisschen älter sind, ja. kennen oder kennen müssen. Ja, 1984 im Juni erschien sie, die Single Small Town Boy. Damals hieß das Projekt Bronski Beat, aber die unverkennbare Stimme und unverwechselbare Stimme von Jimmy Somerville hat dem Ganzen so viel Wärme und Schönheit verliehen. Und wir freuen uns, dass dieser Song jetzt nochmal zur Aufführung kommt. Und jetzt hören wir auf zu quatschen, denn wir haben ihn heute live bei uns. Jimmy Somerville. Please go on. Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Das war schön. Wirklich sehr schön. Und Jimmy Somerville hat eine neue CD. Und wie die klingt, hören wir dann in ungefähr 15 bis 20 Minuten. Da freuen wir uns auch drauf. Die heißt Hommage. Hommage, genau. Also mehr von Jimmy Somerville gibt's gleich. Jetzt würden wir uns über ihren Anruf freuen. Die Dunja kann gerade nicht reden. 01371 37 38 39. Viele, viele alte Gedanken und Geschichten kommen einem da in den Kopf. Eine erzähle ich Ihnen nachher, jetzt aber erstmal die Nachrichten mit Carsten Röger. Guten Morgen. Morgen. So, ich war damals 16 Jahre jung, hatte so einen kleinen Nebenjob als Schülerin und habe einmal die Woche in einem Bauernhaus geputzt. Und dieser Mann, dem das Haus gehört, hatte genau eine CD. Und diese CD war von diesem Mann, von Jimmy Somerville, beziehungsweise damals Bronski Beat, Small Town Boy, the absolute favorite song of a lot of people. Welcome. Thank you. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. So, how annoying is it to be asked always the same question about this song? It's not annoying, because when people speak to me, they tell me a different story, and the song is part of the soundtrack of their life, so it's nice. It's a part of their life story, so it's a privilege, actually. Yeah, and you played it, I think, thousands of times? Oh, probably more than that. More than that. Now you have a new album, Hommage. It's still pop music, right? Oh, it's more kind of disco. It's a genre. It's my celebration and my kind of acknowledgement of a genre which played a big part in my childhood, really, my teens, my youth. Also die erste Frage, wie er die beantwortet hat, ist ganz einfach. Also er kann damit sehr gut umgehen, dass er immer wieder auf das Lied Small Town Boy angesprochen wird, weil viele Leute einfach eine sehr private und sehr persönliche Geschichte damit verbinden. Und auf die zweite Frage, weil die neue Platte Hommage ist wieder Popmusik, wieder so ein bisschen eine Hommage auch an die 70er und 80er. Und das ist einfach die Musik, die ihn auch am meisten geprägt hat. Where did you record that? In London. Where you're based? It was recorded in London and we mixed in Hamburg. In so, Hamburg? Also er hat sie in London aufgenommen, aber... Oh, that's quite nice. Here comes the other fan of you. Yeah, of course, definitely. Such a great honor to have you. Ihre Stimme ist ja so hoch. Gibt es da irgendwelche Übungen, die Sie machen, damit das immer gut geölt klingt? Your voice is so high, so clear. Is there any exercises you do in the morning to reach that level? No, and this is really early to be singing, and the next song is really loud, so it's kind of... Yeah, but I don't treat it too precious. I don't be so precious about it. I just enjoy to use it. So. Okay, also setz dich nicht unter Druck und das kommt einfach aus ihm heraus. Wir müssen es jetzt abkürzen, weil... Wir spielen vor allen Dingen nicht, aber er spielt Some Wonder und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass er da ist. Jimmy Somerville und wir sehen uns morgen ab 5.30 Uhr.
Spring.